1. Mai, Warner Heidetag auf Gut Leidenhausen. Heute ist die nordrhein-westfälische Ministerin Ursula Heinen-Esser zu Gast, um mit ihrer Anwesenheit die Bedeutung des neuen Umweltbildungszentrums der Stadt Köln zu unterstreichen. Zum Klimawandel sagt sie, er sei auch bei uns angekommen, wie der Dürresommer des vergangenen Jahres mit seinen Folgen nachdrücklich gezeigt habe. Auch der Rückgang der Insektenpopulationen sei ein unübersehbarer Hinweis dafür, betont die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz von Nordrhein-Westfalen. Und gerade deshalb sind solche Einrichtungen wie diese hier ganz bedeutend, damit wir es schaffen, unsere Zukunft zu erhalten und das zu tun, worüber wir wahrscheinlich jetzt gleich auch im Gottesdienst reden, nämlich unsere Schöpfung zu bewahren. Anschließend kann Pfarrer Berthold Wolf von der katholischen Kirche in Porz den ökumenischen Gottesdienst beginnen, der sich traditionell mit dem Warner Heidetag verbindet. Seit 2006 gibt es die Veranstaltung unter diesem Namen, gegründet vom interkommunalen Arbeitskreis Warner Heide. Die Vertreterversammlung der Heideanrainer aus dem Jahre 1984 ist inzwischen zwar aufgelöst, der Ablauf des Warner Heidetags aber weitestgehend geblieben. Ein wichtiger Tag für Leidenhausen war sicherlich der 1. Mai 2012 mit dem ersten Spatenstich für das neue Heideportal. Ein Ausschnitt aus einem Dokumentarfilm. Der Spatenstich mit OB Rothers und weiteren Repräsentanten der im Portal Leidenhausen vertretenen Einrichtungen. Zu einem Umtrunk geht es jetzt in den Raum, der zum Informations- und Besucherzentrum des Heideportals Leidenhausen ausgebaut werden soll. Wie die anderen Portale wird auch Leidenhausen einen Programmschwerpunkt haben. Natur ist anders. Das Spannungsverhältnis zwischen Stadt und Naturraum. Kurz Kontrast. Als ein besonderes Ereignis dürfte der 1. Mai 2013 in die Annalen von Gut Leidenhausen eingegangen sein. Der Tag, an dem das Heideportal eröffnet wurde. Ein weiterer Ausschnitt aus einem Dokumentarfilm. Endlich ist es soweit. Das Tor zum Heideportal wird aufgetan durch die Regierungspräsidentin und den Oberbürgermeister. Hans-Gerd Erwens, stellvertretender Vorsitzender des interkommunalen Arbeitskreises Warner Heide, öffnet die Glastür hinter dem Tor. Das eigentliche Ereignis gerät vorübergehend in den Hintergrund. Die Regierungspräsidentin hat an den Händen Spuren von dem noch frischen Toranstrich abbekommen. Wie auch ihre Mitstreiter. Augenscheinlich interessant für ein Pressefoto. Jetzt können Sie fotografieren. Das ist der Prominenz. Nun aber strömen die Menschen in das neue Portal. Die Besucher erwartet eine ehemalige Tenne, die von der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln zu einem multimedialen Mehrzweckraum umgebaut wurde. Integriert in die Anlage ist das Café Rastplatz. Aus dem Heideportal und den bereits vorher in Leidenhausen beheimateten Einrichtungen hat sich das Umweltbildungszentrum der Stadt Köln entwickelt, eröffnet am 1. Juli 2018. Damit wird ein neues Kapitel in der Geschichte von Gut Leidenhausen aufgeschlagen. Träger des Zentrums ist der Portalverein. Vorsitzender Jochen Ott. Das Umweltbildungszentrum der Stadt Köln bündelt öffentliche und private Aktivitäten für eine intakte Umwelt. Darin beteiligt sind städtische Dienststellen, verschiedene Bildungsträger, Netzwerke, Vereine und Initiativen. In meiner Person spiegelt sich gewissermaßen die enge Verzahnung zwischen Bildungszentrum
und gesellschaftlichen Gruppen, weil ich gleichzeitig Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald bin. Träger des Bildungszentrums hier vor Ort ist der Portalverein, dem außer der Schutzgemeinschaft auch noch die anderen in Leidenhausen ansässigen Vereine gehören, natürlich die Stadt Köln und der Köln-Bonner Flughafen. Die Gründung des Umweltbildungszentrums geht auf einen Ratsbeschluss vom November 2017 zurück. Einvernehmlich hat der Rat da formuliert, dass die wichtigste Aufgabe des neuen Zentrums ist, Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen ein breites Angebot zur Umweltbildung zu unterbreiten. Dafür bietet Gut Leidenhausen die allerbesten Voraussetzungen. Das Heideportal an einem Besuchertag mit seinen vielfältigen Informationsangeboten und der Satellitenprojektion, die auf dem Boden Wannerheide und Königsforst im Großformat abbildet. Heute ist im Heideportal auch Hans-Gerd Erwens, der regelmäßige Führungen im Zusammenhang mit dem Umweltbildungszentrum anbietet. Er war früher Porzer Bezirksbürgermeister und ist mit den Einrichtungen auf Gut Leidenhausen seit Jahren eng verbunden. Seine Zuhörer verweist er auf den Wannerheide-Film, der im Heideportal während der Ausstellungszeit als Endlosschleife gezeigt wird. Ein Schwenk über den Ausstellungsraum. Was das Umweltbildungszentrum darüber hinaus auf dem Programm hat, erläutert Geschäftsführer Robert Schalin. Für die Vermittlung von Umweltinhalten ist Leidenhausen eine wahre Fundgrube. Insbesondere mit den Naturschutzgebieten direkt nebenan, Königsforst und Wannerheide, wo es seltene Tier- und Pflanzenarten zu finden gibt. Ganz besonders bespielen wir das auch mit unserem Programm, mit knapp 200 Veranstaltungen, mit den unterschiedlichen Akteuren vor Ort. Ganz besonders ist dabei herauszuheben die Waldschule der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die mit Grundschulkindern einen erheblichen Anteil an Umweltbildung macht. Dabei ist für uns alle der Leitsatz der Umweltbildung ganz wichtig, dass Menschen nur das schützen können, was sie auch wirklich kennen. Und so versuchen wir zu vermitteln einen besseren Umgang mit der Natur. Gut Leidenhausen geht zurück auf einen Rittersitz, der zum ersten Mal im 14. Jahrhundert urkundlich erwähnt worden ist. Als Eigentümer von Leidenhausen wird ein Ritter Hermann von Deutz genannt. In den folgenden Jahrhunderten war das Anwesen unter anderem auch im Besitz mehrerer rheinischer Adelsgeschlechter. Die Freiherren von und zu Weichs von 1674 bis 1836 mit 160 Jahren die längste Zeit. Den Gutsherren gehörten größere Areale der Wannerheide, die sie aber nach und nach an den Fiskus abgeben mussten, der die Flächen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für das Militär benötigte. 1927 erwirbt das ehemalige Rittergut der Kölner 4711-Fabrikant Peter Mühlens, dessen Nachkommen es 1963 an die Stadt Köln verkaufen, der heutigen Eigentümerin. An die Freiherren von Weichs erinnert das sogenannte Allianzwappen aus dem Jahre 1803 über der Eingangstür des Herrenhauses. In dem Doppelwappen haben sich die Familien von Weichs und von Steinen zu Schärfen verewigt. Letztere waren durch Heirat mit dem Eigentümer verwandt. Ein zweites, älteres Allianzwappen von 1749 auf dem Torbauwerk zeigt die Verbindung der Familien von Weichs und Fellbrück zu Gorat. Über die Jahrhunderte wurde das Anwesen offenbar durchgehend landwirtschaftlich genutzt. Ereignisse von herausragendem Interesse sind nicht überliefert. Zu dem Gut gehörte auch ein Wassergraben, wie dieses Gemälde aus dem Jahre 1917 belegt und zeitgenössische Berichte es dokumentieren. Hinter dem Gewässer ist das Herrenhaus zu sehen, davor mit der damals noch offenen Toreinfahrt. Über die bauliche Entwicklung von Gut Leidenhausen
hat der Porzer Ortshistoriker Benno Krix in seinem Beitrag über die Geschichte des ehemaligen Rittersitzes ausführlich berichtet. Leidenhausen ist heute eine vierseitig umschlossene Hofanlage. Das war nicht immer so. Ursprünglich gab es nur das Herrenhaus. 1749 wurde demgegenüber ein Kuhstallgebäude errichtet. Anfang des 19. Jahrhunderts erfolgte auf der Ostseite des Hofgutes die Errichtung einer Scheune. Im gleichen Jahrhundert entstand zu beiden Seiten des Herrenhauses und an seiner Westseite ein weiteres Stallgebäude für Pferde, Schweine, Schafe und Hühner. In den 1930er Jahren wurde das Torhaus erbaut. Zwei weitere Gebäude, eine Scheune und ein Stallgebäude, entstanden zur gleichen Zeit außerhalb ostwärts des ehemaligen Rittersitzes. Zur ersten dokumentarischen Erwähnung von Leidenhausen und zum Namen des Hofgutes hat Benno Krix bei seinen Recherchen auch herausgefunden, dass 1306 in einer Urkunde ein Ritter Remboldus de Leyehusen genannt wird. Damit dürfte der Name Leidenhausen nichts mit einem Schmerzerlebnis zu tun haben, aber auch die bisher als Ersterwähnung angegebene Jahreszahl 1329 in Zweifel gezogen werden. 1963 verkauft die Familie Mühlens das Hofgut mit etwa 170 Hektar Grund und Boden an die Stadt Köln für rund 14 Millionen Mark. Zunächst nutzt das städtische Forstamt Leidenhausen für seinen rechtsrheinischen Fuhrpark. Der damalige Forstmeister Herbert Aden übernimmt das Herrenhaus, in dem er bis 2009 wohnt. Er wird sich in den kommenden Jahren nicht nur um die alltäglichen Dinge auf Leidenhausen kümmern, sondern auch wichtige Anstöße für die Gründung naturkundlicher Einrichtungen geben. Auf dem Bild mit einem Falken. Westlich der Hofanlage entsteht das Wildgehege. Aktuelle Winterszene mit rührendem Hirsch. Ein Monat später, Mitte März, der Hirsch nur noch mit einer Geweihstange. Am nächsten Tag hat er auch seine zweite Stange abgeworfen. Aus diesen wulstigen Gebilden, von den Jägern als Rosenstöcke bezeichnet, werden bald neue Geweihstangen wachsen. Einige Wochen danach ist der Kopfschmuck schon wieder da. Zwar noch recht bescheiden und mit einer Haut überzogen, dem Bast. Nach einer Wartezeit von etwa 4 Monaten hat der Hirsch seinen imposanten Kopfschmuck wieder zurück. Aber immer noch im Bast. Mitte August, das wieder glatte Geweih. 5 Monate nach Abwurf der beiden Stangen. Das Schwarzwildgehege, links hinter der Schutzhütte. Wildschweine auf der Suche nach Nahrung. Einige Wochen später, Frischlinge. Jedes Jahr gehören die kleinen Schweinchen zu den Publikumslieblingen. ...1972 wird die Greifvogelschutzstation eröffnet. Ein Bild aus der Anfangszeit. Die Greifvogelschutzstation nimmt kranke und verletzte Tiere auf, um sie später wieder auszuwildern. Als Freigehege ist sie seit ihren Anfängen ein Publikumsmagnet. Auswilderung eines Greifvogels. Gleich wird Tierpfleger Jürgen Kreck diesen Falken auf der Obstwiese von Leidenhausen der Natur wieder zurückgeben. Und jetzt hast du deine Freiheit zurück. Der Flug des Falken in Zeitlupe. Geil. Der Vogel war zusammen mit einem weiteren verletzten Turmfalken vor etwa 3 Monaten in Leidenhausen abgegeben worden, wo er dann wieder gesund gepflegt wurde.
Beide Vögel werden heute ausgewildert. Der zweite von Sarah Rötzel, die in Leidenhausen ein freiwilliges ökologisches Jahr absolviert, unterwiesen von Falknerin Dagmar Schröter und Jürgen Kreck. Auch der zweite Falke darf zurück in die Freiheit. Wie viele Pflegefälle gibt es im Jahresdurchschnitt? Dagmar Schröter, die Leiterin der Greifvogelschutzstation. Also wir nehmen ca. 80 bis 100 Tiere hier auf der Station auf. Und das setzen sich hauptsächlich zusammen aus Turmfalken, Mäusebussarden. Es ist ein Querschnitt durch die einheimische Greifvogel- und Eulenwelt. Die nächsten sind der Waldkauz. Seltenere Vögel sind zum Beispiel Steinkauz, Wanderfalke. Habicht haben wir das mittlerweile öfters. Wir haben auch den Sperber schon mal auf der Station. Das ist ein schwieriger Pflegling. Schleiereulen. Uhu kommt auch vermehrt vor. Und wir bekommen die natürlich hauptsächlich zum Beispiel von der Feuerwehr oder von der Polizei gebracht. Gleich neben der Greifvogelschutzstation liegt der historische Bildstock aus dem 18. Jahrhundert. Errichten ließ ihn Freiherr Johann Friedrich von Weichs zu Rösberg, seinerzeit Eigentümer von Leidenhausen. Der Bildstock war eine von vier Stationen der Fronleichnamsprozession, die von Urbach über Leidenhausen führte. Ein Luftbild von September 1964. Gut Leidenhausen oben, links neben der Rennbahn. Darunter das Areal für das spätere Wildgehege und der Wald. Weiter nach unten und rechts die zum Gut gehörenden, jetzt noch freien Ackerflächen, die aber bald der Flughafenautobahn weichen müssen, die, zunächst EB8 genannt, von 1967 bis 1970 als A59 gebaut wird. Ein Foto aus dieser Zeit, aufgenommen nicht in Leidenhausen oder Eil, sondern im benachbarten Grängel. Die Schnellstraße gleich hinter den Häusern. Nach einem entsprechenden Beschluss des Rates der Stadt Köln im Jahre 1978 entsteht auf der östlichen Seite der A59 aus den bis dahin landwirtschaftlich genutzten Flächen eine weiträumige Freizeitanlage mit Wald und dazwischen liegenden Wiesen. Dieses Schattenbild vermittelt einen interessanten Blick auf die erst kürzlich aufgeforstete Ackerfläche. Der Fotograf befindet sich auf einem Hügel, wie auch viele Jahre danach der Filmer auf den Ardennen, so im Volksmund genannt als Anspielung auf Herbert Aden, den Leiter der stadtkölnischen Forstbehörde, seit 1973 Forstdirektor, unter dessen Federführung die Freizeitanlage samt angeschlossenem Spielplatz entsteht. An dieser Stelle ein Sprung in das Jahr 2000, in dem mit dem Bau der sogenannten Flughafenschleife begonnen wird. Nicht weit von Gut Leidenhausen am Hirschgraben auf der nördlichen Seite. Und in Richtung Süden. Mit der neuen Trasse für S-Bahn und ICE, fertiggestellt 2004, wird der Flughafen in der Warnerheide an die Stammstrecke Köln-Frankfurt angeschlossen. Noch einmal die Veränderung der ursprünglich zu Gut Leidenhausen gehörenden Flächen durch die Nutzung von Autobahn und Eisenbahn. Eine aktuelle Einstellung von der Bahntrasse mit einem Regionalzug und mit einer Filmaufnahme von der Flughafenautobahn A59. Zurück in die 80er Jahre. 27. Mai 1982. Das Haus des Waldes wird feierlich eröffnet.
Der Porzer Bezirksbeigeordnete Wolfgang Keil übergibt dem Kölner Oberbürgermeister Norbert Burger den Schlüssel für die neue Einrichtung, die von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald geschaffen worden ist. Rechts im Bild ihr Geschäftsführer, Forstdirektor Herbert Aden. In der Mitte der nordrhein-westfälische Landwirtschaftsminister Hans-Otto Bäumer. Rechts von ihm der spätere Bürgermeister Josef Müller und links im Bild neben OB Burger der Landtagsabgeordnete Volkmar Schulz, danach Bundestagsabgeordneter. Untergebracht ist das Haus des Waldes in einem alten Scheunentrakt von 1803. Umgebaut für die Erfordernisse eines naturkundlichen Museums, das in den nächsten Jahren schrittweise erweitert und aktualisiert wird. Die Planungen stützen sich auf ein wissenschaftliches Konzept. Kern des Projekts ist eine ständige Ausstellung zur Ökologie und Geschichte des Waldes in Köln. Maßgeblichen Anteil an der Verwirklichung hat der städtische Forstdirektor Herbert Aden. Das große Wandgemälde zeigt den Kölner Wald vor 20 Millionen Jahren. In der ersten Etage ist der eigentliche Ausstellungsraum mit einer ständigen Präsentation von Leuchtgrafiken, Funktionsmodellen, Informationstafeln und Originalstücken zum Kölner Wald. In dem Raum mit dem sichtbaren Dachstuhl der alten Scheune finden immer wieder Veranstaltungen statt. Beispielsweise heute und ausstellungskonform mit Florian Ziesenis vom Bundesforst. Der Wald in der Warner Heide. Die Besucher erfahren zunächst viel Grundsätzliches über die Heidelandschaft und ihre besondere Lage zwischen Autobahn A3 und dem Köln-Bonner Flughafen. Auch in die Organisationsstrukturen des Bundesforst erhalten die Zuhörer einen interessanten Einblick in seine naturschutzfachlichen Aufgaben und themagemäß in die Betreuung des Waldes. Florian Ziesenis beleuchtet das Ökosystem Wald zwischen Autobahn und Mausfahrt in den verschiedensten Facetten, über und unter der Erde, die Biodiversität in der Warner Heide und auch die Bewirtschaftung des Waldes. Alles zusammen eine lehrreiche Ergänzung zur Ausstellung in diesem Hause durch den Leiter des Bundesforsts in der Warner Heide. Und jetzt kann ich Ihnen viel stärker so. Viel Kiefer, viel Birke, ich habe ja vorhin noch gezeigt, auch Forstdirektor Jörg Pape, längst in Pension und Vorgänger von Florian Ziesenis, war schon vor Jahren einer der Redner hier im Haus des Waldes. Das Thema damals, was ist aus der Warner Heide geworden, nach dem Abzug der belgischen Truppen. Eine Filmdokumentation aus dieser Zeit. Als erster Referent zum anstehenden Thema Forstdirektor Jörg Pape. Wir müssen agieren und tätig werden, um die Bevölkerung nun auch darauf vorzubereiten, dass sie hier vor der Haustüre der Großstädte Köln, Bonn, Leverkusen, eine der Kostbarkeiten des Rheinlandes, seit Mitte der 90er Jahre arbeiteten die drei Gebietskörperschaften Stadt Köln, Rhein-Sieg, Rhein-Berg an einem gemeinsamen Landschaftsplan, der dann zwischenzeitlich lange liegen geblieben war. Und allen war klar, wir müssen jetzt die Arbeit an gemeinsamen Werk für den Schutz der Heide sofort wieder aufnehmen, um uns in der verbleibenden Zeit, in der die Belgier noch uns unterstützt haben, was Kontrolle, Überwachung, Nutzung, Erhalt der Liegenschaft betraf, uns vorzubereiten auf die Zeit danach. Das als naturkundliches Museum geplante Haus des Waldes ist auch ein kultureller Anziehungspunkt. Jenseits der Waldökologie. Diesmal ist es eine Musikveranstaltung mit der Pianistin Ta Hee-jong aus Südkorea beim Proben einer Sonate von Alexander Skrjabin.
noch ein Konzertausschnitt. Jetzt eine Sonate von Domenico Scarlatti. Ein Musikereignis, jedoch 9 Jahre vor dem jetzigen Konzert mit einem jungen Gitarrentalent von der Karl Stamitz Musikschule. Um die breite Palette der Veranstaltung deutlich werden zu lassen, noch eine weitere mit Kölner Malern, die im Haus des Waldes ihre Werke der Öffentlichkeit präsentieren. Wie dem Plakat der sich selbst als Naturmaler bezeichnenden Künstler zu entnehmen ist, sind in den nächsten Monaten 2 weitere Ausstellungen geplant mit einem Programm, das zusammen mit dem heutigen ein halbes Jahr umfasst. Der Schaukasten für Mitteilungen, Dokumentationen und Veranstaltungen. Dazu gehören auch Vorführungen mit Filmen über die Warner Heide. Das Haus des Waldes ist eine Einrichtung der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Unter aktiver Mitwirkung ihres Geschäftsführers Herbert Aden gründet sich im Jahre 1983 der Freundeskreis Haus des Waldes. Dazu Peter Müllejans, heute Vorsitzender des Freundeskreises. Herbert Aden war nicht nur weitsichtig, er war auch ganz schön schlau und clever. Da es bei den Projekten, wie zum Beispiel hier auf Leidenhausen mit unserem Haus des Waldes, auch immer um Geld ging, brauchte er zur Finanzierung neben der Kommunen natürlich ein weiteres Standbein. Und das war der Verein Freundeskreis Haus des Waldes mit seinen Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Heute, nach 40 Jahren, kann man sagen, das hat sich im besten Sinne ausgezahlt. Im Jahre 1984 wird die Waldschule eröffnet, ebenfalls im Haus des Waldes. Seither die ganzen Jahre über ein Renner, wie man sagt. Das Interesse am pädagogischen Angebot der Lehreinrichtung ist groß. Unterrichtsstunde mit Christina Kirsch, Leiterin der Waldschule. Auffallend, mit wie viel Interesse die Kinder dabei sind. Es geht natürlich um den Wald und seine Tiere, die schon hier im Unterrichtsraum überall präsent sind. Der erste langjährige Lehrer war Heribert Kolvenbach. Einige Bilder von einem Pädagogen, der zahllose Kinder in der Region mit dem Wald und der Natur insgesamt vertraut gemacht hat. Genauso geduldig wie damals das Käuzchen,
blickt heute der Python in die Kamera. Auch die Waldschule ist eine Einrichtung der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Freundeskreis Haus des Waldes. Zu den aktuellen Plänen für die Waldschule Dr. Joachim Bauer, Geschäftsführer beider Vereine. Im vergangenen Jahr sind mehr als 5.700 Kinder in die Waldschule gekommen. Wir hätten noch mehr aufnehmen können, aber wir haben leider die Räume nicht dafür. Und deswegen wollen wir das Angebot hier wesentlich verbessern. Wir wollen zum einen das Haus des Waldes umbauen, wir wollen es erweitern und auch modernisieren, aber wir wollen vor allen Dingen auch die Waldschule erweitern, die Räume und die Kapazitäten erweitern. Und so werden wir vor dem Schleppdach, wo heute dieser sogenannte Rastplatz ist, neue Klassenräume schaffen. Aber auch dort, wo der Eingang des Hauses Waldes ist, werden es auch neue Klassenräume geben. Das bedeutet aber auch, dass wir den Eingang vom Haus des Waldes in den Innenhof legen wollen. Das hat auch seinen Sinn, weil natürlich viel mehr Menschen im Innenhof sind, die dann auch in die Waldschule und natürlich ins Haus des Waldes kommen. So, den Kindern wird es mit Sicherheit gefallen, wenn wir die Maßnahmen umgesetzt haben. Es wird aber auch noch zusätzlich das grüne Klassenzimmer auf der Obstwiese sein, wo Kinder nicht nur eben Unterricht und Umweltbildung bekommen, sondern natürlich auch von den Obstbäumen der Wiese naschen können. Das Obstmuseum ist ebenfalls Teil der Aktivitäten von Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Freundeskreis Haus des Waldes. Eröffnet wurde es 1989. Damals mit 56 alten rheinischen Obstsorten. Darunter die Blenheimer Goldrenette und der Geheimrat Oldenburg, um beispielhaft nur einige Äpfel zu nennen. Das Obstmuseum mit seinen Informationstafeln. Grünes Klassenzimmer der Waldschule. Einige Zeit später, im Sommer, beim Unterricht. Noch einmal die Kirschblüte in der zweiten Aprilhälfte und Mitte Juni die noch nicht ganz reifen Früchte. Die Äpfel. Hinter dem Obstmuseum in südlicher Richtung liegt die Pferderennbahn, auf der die Galopper vom Gestüt Röttgen trainieren. Diesseits der Rennbahn ein Blütentraum in Weiß und Rosa. Neben der deutschen Vogelkirsche die japanische Kirsche, auch einmal aus der Nähe bewundert. Neben Portalverein, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Freundeskreis Haus des Waldes und Bienenzuchtverein Porz hat auch die Kölner Jägerschaft ihren Sitz auf Gut Leidenhausen sowie der NABU eine Außenstelle für Umweltpädagogik. Die Kölner Jägerschaft. Ihr Vorsitzender Michael Hund. Die Kölner Jägerschaft ist seit 2005 hier in Gut Leidenhausen mit ihrer Geschäftsstelle und Ausbildungsräumen. Wir vertreten die Interessen von rund oder gut 1000 Jägern hier in Köln und natürlich auch von Wild und Natur hier. Wir sind einer der großen Träger der Umweltbildung hier in Gut Leidenhausen. Das heißt, wir haben Angebote für jede Altersgruppe. Für die Erwachsenen bieten wir Ausbildungen zum Jäger an, Jagdhundeausbildung oder auch Motorsägenkurse für die Nichtjäger oder auch für die Jäger natürlich. Und für die jüngere Generation haben wir eine rollende Waldschule, mit der wir in Schulen, Kindergärten oder zu Veranstaltungen fahren, um vor allem den Kindern und Jugendlichen die Tierwelt und die Natur von Köln näher zu bringen. Das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Da ist sie schon. Die rollende Waldschule. Eckhard Aden, Sohn von Herbert Aden, ist einer ihrer Betreuer.
Für die Rollen der Waldschule tätig zu sein, das macht einen Riesenspaß. Ich bin seit fast 5 Jahren dabei. Meine Kollegen und ich besuchen mit unserem Fahrzeug Veranstaltungen wie Volksfeste und Ähnliches. Vor allen Dingen in Schulen und Kitas. Die Kinder können gar nicht genug bekommen von dem, was wir ihnen über Wald und Tiere zeigen und erzählen. Am begehrtesten sind die Präparate. So ein Hase, ein Eichhörnchen oder sogar einen stacheligen Igel anzufassen, ist für die Kinder ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Eckhard Aden knüpft mit seiner Arbeit für die Rollende Waldschule an die Idee seines Vaters an, möglichst viele Menschen mit der Geschichte und Ökologie des Waldes vertraut zu machen. Die Jagdhornbläser der Kölner Jägerschaft. Auf der großen Wiese von Gut Leidenhausen findet eine Jagdhundevorführung statt. Joachim Breuer von der Kölner Jägerschaft stellt die verschiedenen Hunderassen vor. Links ein Pudelpointer, in der Mitte ein Deutschlanghaar, noch einmal der Langhaar. Und rechts ein Weimaraner. Ein Deutschkurzhaar. Eine Gruppe von Jagdteckeln. Jetzt im Bild mehrere Deutschstrater, die von Moderator Breuer als Allround-Jagdhunde gelobt werden. Einer der Hunde wird gleich zeigen, was er kann. Herr und Hund warten auf die Beute, die der Drahthaar auffinden und holen, apportieren soll. Da ist die Beute. Ein Helfer bringt den toten Fuchs zu einem Versteck am Waldrand. Der Hund geht los auf das Kommando, sucht verloren Abort. Er sucht jetzt auch nach dem Geruch und geht bis zu dem Fuchs hin. Sehen Sie mal, was für ein schönes Bild das ist. Und das ist Hohe Schule der Hundeausbildung. Einem Haschen was zu bringen. Und dann noch so ein stinkendes. Jetzt soll er vorsitzen, exakt vorsitzen. Jetzt wird der Hund abgenommen und ganz viel, er muss geliebelt werden. Das ist eine tolle Leistung. Die Außenstelle des NABU. Albrecht Priebe erklärt dazu. Hier in Leidenhausen ein Büro auf der rechtsrheinischen Seite, weil die Geschäftsstelle auf der linksrheinischen Seite ist, haben wir hier ein Außenbüro. Und das wird betreut vom Arbeitskreis Ornithologie, der sich hier niedergelassen hat, weil die Nähe zur Warner Heide vorteilhaft ist, um Beobachtungen in der Warner Heide durchzuführen, Exkursionen in der Warner Heide durchzuführen, haben wir uns hier niedergelassen und beteiligen uns hier an dem Portalverein Leidenhausen. An einem Sonntag Anfang Juni findet unter den Eichen in Leidenhausen ein Gottesdienst mit Segnung von Mensch und Tier statt. Zahlreiche Besucher haben sich zu dem Freiluftgottesdienst eingefunden. Auch der, neben anderen Veranstaltungen auf Gut Leidenhausen, mittlerweile Tradition, die Segnung der Tiere. Von Ihnen ist ein Esel.
Pardon, wer von Ihnen hat ein Ich? Wer von Ihnen hat ein Ich? Herzliche Einladung. Diese Hunde warten noch geduldig, bis es auch für sie losgeht. Wir glauben immer unsere Menschen. Dann aber ist es soweit. Frauchen und Herrchen dürfen mit ihren Lieblingen zur Segnung. Ob es sie beeindruckt, ist weder hör noch sichtbar. Es scheinen auch nur Hunde heute hier zu sein. Denn auch sie spüren durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Nun aber noch vom Porzer Posaunenchor das Paul-Gerhardt-Lied »Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser schönen Sommerzeit«. Geotag der Natur. Eingeladen dazu hat das Umweltbildungszentrum. Mit dem Geotag sollen auf den Rückgang der Artenvielfalt hingewiesen und die Menschen dafür gewonnen werden, schonend mit der Natur umzugehen. Noch einmal Robert Charlin, der Geschäftsführer des Zentrums. Wir sind hier am Geotag der Natur auf Leidenhausen. Wir haben uns kleinen Event einfallen lassen für die Menschen, die hier vorbeikommen, und wir bestimmen hier, das ist am Geotag der Natur so auch in anderen Einrichtungen üblich, halt Tiere und Pflanzen, und wir haben uns das so einfallen lassen, dass man eine Schnitzeljagd machen kann, wo man halt verschiedene Arten sammeln kann, und wenn man halt eine bestimmte Anzahl an Arten zusammen hat, dann kriegt man kleine Preise, wie zum Beispiel Popcorn oder eine Eulentasse, und das ist halt eben das, was man hier heute machen kann. Und zudem kann man auch Bienenhotels basteln bei uns am Stand vom Umweltbildungszentrum. Neben dem Chef des Umweltbildungszentrums sind Mikroskope aufgebaut, mit denen feinste Teilchen im Wasser untersucht werden können. Die beiden Mitarbeiter der Kölner Stadtentwässerungsbetriebe haben aus einem Teich in der Warnerheide Wasser mitgebracht, darin Pflanzen und Kleinsttiere wie Jungkröten und Frösche. Dazu Larven von Fliegen und Libellen. Aus deren Zusammenwirken können die beiden Experten die Qualität des Wassers bestimmen. Thema am Stand nebenan sind die Bienen. Die Fernsehkamera scheint eine Besonderheit zu signalisieren. Tatsächlich, hier werden in Handarbeit Hotels gebaut. Bienenhotels. Sophie Flossbach mit Vater Simon sind schon ganz schön routiniert. In die goldfarbenen Behälter werden Schilfröhrchen gesteckt, in denen später die Bienen oder auch andere Insekten Unterschlupf finden und ihre Nistplätze einrichten können. Fertig. Und ein wichtiger Beitrag für das Überleben der Bienen. Tiere erkennen und Preise gewinnen. Hermelin, darunter die Goldammer, Eichhörnchen und Wildkatze, beobachtet vom Dachs. Nach all den Entdeckungen ein Grund zum Ausspannen. Das Café. Ein Blick zurück auf den Geotag der Natur. Noch einmal zu den Bienen, denen in Leidenhausen besonderes Augenmerk gilt. Auf dem Gelände des Obstmuseums ist eigens ein Bienenlehrpfad eingerichtet. Parallel dazu unterhalten die Imker einen Informationsschwerpunkt zur Honigbiene.
Zu beiden gibt es Führungen und Veranstaltungen. Der Lehrpfad, genau Wildbienenerlebnispfad, hat insgesamt 8 Stationen, von denen die ersten darüber informieren, dass die nur einzeln lebenden Wildbienen in hohlen Stängeln, im Boden, in totem Holz und in Lehmwände nisten. Bei vielen Unterschieden hätten sie eines gemeinsam: sie lebten ausschließlich von Pollen und Nektar. Letztere nutzen sie für ihren Energiehaushalt. Ihr Flugbenzin, heißt es in Station 4. Die eiweißreichen Pollen sind für die Aufzucht des Nachwuchses. Die Stationen 5 und 6 schildern die Bestäubung, wie die Bienen von Blüte zu Blüte fliegen und dabei quasi nebenher die Pflanzen befruchten, wodurch Samen erzeugt werden, die neue Pflanzen entstehen lassen. Ohne die fleißigen Bienen wären Kirschen, Äpfel und Birnen zumindest Mangelware. Station 6 gibt Anregungen für den Bau von Nisthilfen, Insektenhotels, wie sie bereits auf dem Geotag der Natur zu sehen waren. In der Praxis läuft der Betrieb in einem Insektenhotel so ab, wie dieses Beispiel einer Fliege zeigt. Kein Interesse an einem Zimmer. Der Wespe gefällt es offenbar. Leider besetzt. Auffallend farbenfroh ist der Blumengarten um die Stationen 4, 5 und 6 des Lehrpfads. Je markanter das Blau, Gelb und Rot der Blüten, umso anziehender für die Wildbienen, von denen es mehr als 500 Arten in Deutschland gibt. Paradies-Streuobstwiese. Ohne die Wildbienen undenkbar. Bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten sind auf den Streuobstwiesen zu finden, was sie zu den artenreichsten Lebensräumen macht. Was es außer den Wildbienen sonst noch alles an Tieren auf einer Streuobstwiese geben kann, zeigt diese letzte Tafel, die Station 8 auf dem Bienenlehrpfad. Haben die interessierten Besucher die Station 8 passiert, wissen sie zwar nicht alles über Wildbienen, aber sehr vieles und manches auch über das weitere Umfeld dieser Insekten. Die Wildbienenexkursion hat sich inzwischen den Honigbienen zugewandt, dem Ressort von Peter Gauer, der soeben rechts aus dem Wald zu der Gruppe stößt. Hier am Schaukasten des Porzer Bienenzuchtvereins, dessen Vorsitzender Peter Gauber ist. Ihm bei seinem Umgang mit den Bienen zuzusehen, ermuntert zum Nachdenken über das kurze Leben der Honigbienen. Sie werden nicht wie die Wildbienen in einer Röhre geboren, sondern im Bienenstock in einer Wabe. Jede einzelne Biene gehört zum Bienenvolk, das aus den Drohnen, der Bienenkönigin und den Arbeitsbienen besteht. Die Drohnen sind zur Paarung mit der Königin bestimmt, damit der Fortbestand des Volkes gesichert ist. Kurz darauf sterben die Drohnen. Die Königin legt bis zu 2000 Eier am Tag in die sechseckigen Öffnungen der Waben, die von den Arbeitsbienen aus einem körpereigenen Wachs gebaut werden. Alsdann machen sich die Arbeitsbienen, die im Schnitt 60 Tage alt werden, an die Aufzucht des Nachwuchses, um anschließend im Bienenstock die Wächterinnenfunktion zu übernehmen, dann aber in einer dritten Lebensphase ins Freie fliegen dürfen, wo sie aus den Blüten den zuckerhaltigen Nektar saugen. Zurück geht es in den Bienenstock. Dort werden der Nektar für den eigenen Bedarf als Honig gespeichert und die Pollen an den Nachwuchs verfüttert. Den Honig haben indessen die Menschen für ihre Zwecke genutzt. Der geschlossene Schaukasten. Sein Eingang unten links mit viel Gedränge. Der freundliche Imker öffnet den Schaukasten. Die Honigbienen in ihren Waben. Mittendrin die rot markierte Königin. Ein Brutbrett mit der Königin.
was schon verdeckelt ist. Hier sehen wir ein weiteres Brutbrett. Und hier, das sind ausgebaute Waben, wo demnächst die Königin Eier legt. Stiften nennt man das. Der Schaukasten für das Publikum und der Imker bei der Arbeit an seinem Bienenstock. Eine Besonderheit am Eingang des Obstmuseums ist das Kartäuserhäuschen, das in den 90er Jahren an dieser Stelle einen geeigneten Platz fand. Zuvor gehörte es in der Kölner Kartäuserkirche zum Ausstellungsprogramm der 950-Jahrfeiern des gleichnamigen Ordens, als Nachbau einer Mönchsunterkunft. Heute wird die Fachwerklause von den Bienenzüchtern genutzt, auf ihrer Ostseite ein Garten mit Heil- und Gewürzpflanzen. In der Szene hier Ehrenamtlerin bei der Gartenarbeit. Bemerkenswert ist die große Zahl der freiwilligen Helfer. Ohne die, so scheint es, Leidenhausen mit seinem Angebot an Einrichtungen und Veranstaltungen gar nicht möglich wäre. Allein für die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald sind mehr als 60 Ehrenamtler tätig. Ihr Einsatz wird von Karin Merten koordiniert. Was veranlasst Sie zu Ihrem Engagement? Welche Erfolgserlebnisse gibt es? Ich bin seit 4 Jahren Ehrenamtlerin. Hier in Leidenhausen hat man einfach das Gefühl, gebraucht zu werden, und zwar für einen guten Zweck. Man kann ja auch genau sehen, was aus dem wird, was man angepackt hat. Die Menschen, die nach Leidenhausen kommen, sind fast immer begeistert von dem, was sie hier sehen und erleben. Auch von meinem Kuchen, den ich für ganz bestimmte Gelegenheiten gerne backe. Die schon traditionelle Kaffeetafel im Haus des Waldes. Auch nach dem Arbeitseinsatz heute, bei dem die freiwilligen Helfer die Hecke an der Greifvogelschutzstation geschnitten haben. Mai 2006. Der erste Warner-Heidetag mit diesem Namen. In Ablauf und Ausgestaltung knüpft er an die Tradition der Vorgängerveranstaltungen an, die in den 80er Jahren ihre Anfänge hatten. Wir blenden uns ein in einen älteren Dokumentarfilm. Am 1. Mai 2006 veranstaltet der interkommunale Arbeitskreis seinen ersten Warner Heidetag, der eingeleitet wird mit dem ökumenischen Umweltgottesdienst. Für den musikalischen Rahmen sorgt der Chor Kinduko. Pfarrer Gottlieb Lietz hält die Predigt. In unseren Schulhöfen zwischen 600 und 700 Zentnern Brötchen, Kuchen, Plätzchen, die die Kinder nicht mehr mögen. Jeden Tag zwischen 600 und 700 Zentnern, die dort in den Mülltonnen liegen und weggefahren werden. Liebe Christen, liebe Mitmenschen, ich sage das nicht anklagend. Wir alle sind Kinder dieser Zeit. Wenn wir nicht so pharisäisch werden, müssten wir ab morgen hingehen und genauer die Farben unserer Mülltonnen registrieren. Was gehört da hinein, was gehört da hinein und was gehört da hinein? Ich bin nicht dafür, dass ich Sie jetzt beschimpfe und Sie mich. In unseren Kirchen war man eh zu moralisch, wie ich meine. Genützt hat es nicht allzu viel. Im Heideportal hat sich heute die Bezirksvertretung Porz versammelt. Einer der Tagesordnungspunkte ist die Erhöhung der Parkgebühren in Porzmitte, die nach einer Verwaltungsvorlage an die der Kölner Innenstadt angeglichen werden soll. Die Bezirksvertreter lehnen dies ab mit dem Hinweis, Porz sei nicht so gut erreichbar wie das Stadtzentrum von Köln.
Ein Zeitungsartikel über die Sitzung der Bezirksvertretung Porz aus Leidenhausen. Viel mehr Presseberichte gibt es aber über Leidenhausen, über Veranstaltungen und seine Einrichtungen, wie hier über die Waldschule oder andere Beispiele. Aber auch Fernsehen und Hörfunk sind häufig auf dem Hof gut anzutreffen. Mediales Interesse begleitet Gut Leidenhausen schon seit vielen Jahren, wie auch die Pressedokumente in diesem Film zeigen. Wenn sich der Duft der klaren Winterluft mit dem süßen Aroma von frisch gebackenem und würzigem Glühweinduft verbindet, Kinderaugen leuchten, Eltern und Großeltern entspannt dem Treiben folgen, dann ist endlich Waldweihnacht. Mit diesem Text wirbt das Umweltbildungszentrum für die Veranstaltung am ersten Adventswochenende. Heute ist der Auftakt mit noch gebremstem Publikumsinteresse, dafür aber effektvoller Beleuchtung. Morgen am Sonntag werden sich hier im Hof des ehemaligen Ritterguts viele Menschen aus allen Himmelsrichtungen drängen. Ein Vorgeschmack darauf heute Abend nur bei dem vollbesetzten Planwagen, der jetzt, gezogen von zwei Schimmeln, zu einer Fahrt durch den nachtdunklen Wald startet und zurück wieder zur Waldweihnacht auf Gut Leidenhausen.